Zuckieb. Ja, das ist natürlich auch, wenn man Tackle benutzt und danach gleich Dings hier rein, dann geht das alles. Tragosso. Ja. Hätte gerne mein Shellock hier. Mein Shellock! Komm wieder her. So, und jetzt haben wir Tragosso. Eine Aquaknarre und Tragosso müsste eigentlich tot, ne? Tragosso hat natürlich auch eine sehr hohe Angriffskraft. Biss. Biss ist hier schon richtig geil. Biss wird, glaube ich, auch als eine der Attacke, die wir jetzt behalten werden. Denn Biss kann uns bei Schutzweg nicht mehr, okay. Bei Unlicht-Pokémon sehr gut behilflich sein. Zeig mir, was du drauf hast. Ich sollte vielleicht das wieder wechseln, na egal. Eine Herausforderung von Wanderer, blablabla. Mal, okay. Unser Shiny Ratschratz wird das schon schaffen. Irgendwie Geowurf. Geowurf, das ist so früh schon erlernt, aber ich wusste gar nicht. So, Macholo ist natürlich auch schon Geschichte. Das war, ging natürlich ganz schnell. Das ist natürlich kein Problem. Ich hätte natürlich wenig darauf geachtet, aber es ist bloß ein Onix. Ich habe mich gerade angerufen. Tausch auf Sherlock. Und habe mich gerade angerufen. Vor allem, wer hat mich angerufen? Steinwurf, das ist natürlich auch sehr toll. Wenn man mal Aquaknarre müsste es eigentlich. Ja, aber klar, dass diese Person mich wieder anruft. Na egal. Ja, ich habe einen Stalker. So, ohne O. Hier müssen wir natürlich rein. Schon wieder das? Gerade nicht. Und ein Mankey. Ist das ein wildes Mankey? Ist das ein wildes Mankey? Ein Kampf-Pokémon, die brauchen wir nicht. Ein Kampf-Pokémon! Nein, das brauchen wir nicht. So, ein wildes Mankey ist. Das braucht kein Schwein. So. Ein wildes Zubat. Brauchen wir auch nicht. Was? Wir sind geflohen. Es ist geflohen. Ich sage extra, geh weg und es flieht. Böhm. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Nein, das ist das Felsen, da kannst du dich nicht drin verlaufen. Jedenfalls nicht unbedingt. Onix, das wusste ich, weil Wanderer haben meistens Gestein-Pokémon oder ein Macholo. Was eigentlich Rain ist, da Macholo auch gegen Wasser-Pokémon, obwohl es Kampf ist, nicht wirklich viel zu sagen hat, aber naja. Jetzt bräuchte ich wieder meine. Ah, wo habe ich die denn jetzt hingeschmissen? Die komplette Lösung ist, bräuchte ich für den Pokémon, was kein Kampf-Pokémon effektiv ist. Aber jetzt mal Latte Macchiato. Und ein weiteres Onix von Wanderer Oliver. Ich meine, ich verstehe die ganze Sache mit den und mit Kleinstein, okay, nein, warum nicht. Ich verstehe das mit den ganzen Typen und so, also mit den Pokémon-Typen und so, aber eins verstehe ich nicht. Wie kann eine riesen Schlange von die Onix, ne? Von einem kleinen wer ist denn wie? Wer ist die Vorentwicklung von Sherlock? Chigi. Von einem kleinen Chigi besiegt werden. Verstehe ich überhaupt nicht. Okay, hier haben wir einen Fluchtseil. Einen Fluchtseil. Super Deutsch, super Deutsch. Ein wildes Kleinstein Level 16 brauchen wir auch nicht. Und trainieren brauchen wir das an den Vieren auch nicht. Wir müssen uns an. Ein möchte gehen wie du soll etwas mehr Respekt zeigen. Warum? Warum soll ich gegenüber dich mehr Respekt zeigen? Warum sollte ich? Schlaggeld, oh, Schlag schon Level 28. Level 32 entwickelt sich das, glaube ich. Level 36? Ich weiß nicht. Nein, wir brauchen natürlich unsere Pokémon nicht wechseln. Wusstet ihr, dass Monkey Island, The Secret of Monkey Island, 256 Farmen besitzt?
Das steht gerade in dem Thumbnail von dem Video, von dem Lied. Ganze 256 Farben, mehr als bei Pokémon. Natürlich nicht. Oder? Wie viele Farben hat das Spiel Pokémon? Klotwig. 756, den Mann hast du aber ganz schön gespart. Wie viele Pokédolle besitzen wir denn mittlerweile? 26.000, okay. Oh, eben schon drei Orden. Aber ich lasse mir wieder mal Zeit, ich weiß. Kleinstein. Brauchen wir, wie gesagt, nicht. Nach oben sind bloß der Trümmererteil. Da kann man, glaube ich, auch irgendwo ein Item finden. Ich habe jetzt aber weniger Lust drauf. The Elder Scrolls Morrowind. So. Ich versuche jetzt eigentlich bloß hier so schnell wie möglich durchzukommen. Weißt du, wie man es vermeidet, sich in Gebirgen zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Dumm nur, dass wir in einem Tunnel sind und da kein Baum steht. Pummelhof, 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 Pummelhof ist doof. Machen wir bis. Also am Ende wird es dann wahrscheinlich so aussehen, dass unser Turtok Eis, irgendeine Eisattacke, Eisstrahl oder eine Eiszahn gibt es ja erst in der vierten Generation. Also eine Eisattacke, damit sie das auch gegen Flug-Pokémon behaupten. Oh nö, ne? Biss. Ja, nutzlos macht natürlich einen. Kein Schaden. Komm schon. Fick dich. Taub sie alle. Komm, dafür bist du jetzt wirklich geschockt. So. Eine Eisattacke. Denn Hydropumpe. Und was ist denn noch? Eis. Irgendeine normale Attacke, da muss man sich auch gegen andere Pokémon. Ach, keine Ahnung, was noch. Muss ich gucken. So. Achso, ich will vielleicht viel nochmal. So, hier haben wir einen Top-Ether. Ja, kann man nehmen, muss man aber nicht. Zubat. Tears. Aus. Heavy Rain. Wieder mal. So, und ein Wanderer. Haha, kannst du mich besiegen? Ja, kann ich. Und ich werde es tun. Theodor, du tust mir leid, denn du hast gleich keine Pokémon mehr. Eine Aquaknarre jagt die nächste. Und sicher kommen wir aus dem Felstunnel raus. Kleinstein. Ich frage mich, wie man bei Heavy Rain, ich habe das Spiel nie durchgespielt, also wenn jetzt einer sagt, oh, es ist doch einfach, dass es dann darauf kommt. Wie sind sie bei Heavy Rain auf dieses blutverschmierte Faltenteil da gekommen, also auf diese Origami-Teil da gekommen? Würde mich mal interessieren. Also hier ist nichts, oh, wieder wilde Pokémon. Ich muss mir mal unbedingt Schutz mitnehmen. Nein, wir sind nicht so weit, sonst hätte ich jetzt Level 30 gemacht, aber nein. So, hier, denn die kann man alle umgehen, außer die kann man jetzt anscheinend nicht. Doch, kann man noch. Ich würde sagen, die kann man jetzt anscheinend nicht mehr umgehen, aber doch, geht noch. Macholo schlägt sich selbst. Ja, natürlich. Hier haben wir eine Perle. Auch ein neues Item. Wieder ein Mankey, Level 16, brauchen wir aber auch nicht, denn Kampf-Pokémon braucht kein Mensch. So, hier haben wir... Ich bin den Weg der Pokémon hergekommen. Ich bin wegen der Pokémon hergekommen. Ja. Aber wohl... Vicky! Vicky und die starken Männer, oder Vicky von Timmy Turner, aber denn würde sie gegen meinen Chillock kämpfen. Tackle. Heuler, eine
Einheimer los. Gut, das ist schon ordentlich, das ist gut. Soul Calibur. Will ich aber nicht haben. Oh, schöne Ultima-Musik. Oh. Obwohl es sich auch alles sehr... Myraplay, ja, unbedingt wechseln, weil... da kann ich auf Radikal wechseln. Ich muss unbedingt, wenn ich mal in dem nächsten... Dings bin, wie heißt es hier? Ultima 5, 4, Various of Destiny. Ich kann Various nicht aussprechen. Rock to Keep. Nein, kann noch gar nicht. Haltet. Ich spiele gerade sehr viel mit der Musik, aber ist egal. Jetzt kann ich angreifen, weil wir paralysiert sind. Scheiße. Aber jetzt. Ja, ich möchte wechseln, denn Pikachu... Ich hab gerade Pikachu neben mir sitzen. Plüsch. Donnerschock. Schock das Pikachu. Das ist Taubsi. Level 20. Und wir sind jetzt Level 24. Und wir sind draußen. Gleich. Mach Hollow immer noch. Schon wieder, was ist immer noch? Und wir sind draußen. Route 4, 10. Wie kommt der 4? Hier ist ein Item irgendwo. Da war mal ein Item. Na, fuck. Jetzt, hier bin ich schon mal gestorben. Du musst den ganzen Weg nochmal laufen. Das war ärgerlich, das war richtig ärgerlich. Das ist eigentlich sehr effektiv, ein Volltreffer, das ist sehr effektiv, cool. Habe ich nie dran gedacht. Schleckmon, nein, oh, scheiße, aber wir können Biss. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, dass wir Biss können. Das ist sehr gut, deswegen würde ich einen Wasser-Pokémon oder allgemein Pokémon nie nur elementspezifische Attacken geben. Lavandia. Und ich würde euch jetzt zu gerne diese Lavandia-Musik zeigen, die wurde aber überarbeitet, leider. Weil was sah das Pokémon hier gerade aus, wenn es heult? Oh, hier Nido, das sah gerade aus, wenn es heult. Warte mal. Oh, aber na egal. Oh. Auf ins Pokémon Center. So. Danke, dass du kommst jede Zeit wieder. Nein! Ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass Lavandia eigentlich nie wirklich in... Ich bin in Pokémon nie wirklich in Lavandia heilen gegangen. Das war immer in anderen Städten. Obwohl ich allgemein in sehr wenig Städten heilen oder allgemein sehr wenig in Pokémon heilen gegangen bin. Und die eine fragt, warum hast du eigentlich kein Nuzlocke oder sowas? Weil ich jetzt mich sowieso im Endeffekt nicht dran halten werde. Weil Nuzlocke Challenge, ich weiß nicht. Vulcano ist sehr cool. Kampf Aggro-Knarre. Und wir werden in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, aber im nächsten Part auf jeden Fall werden wir dazu kommen, unser. Wer ist denn? Unser Pikachu zu entwickeln. Und Level 30, cool. Vulpix, nein, möchte ich nicht wechseln. So, und was? Nee, Level 30 war es noch nicht. Level 30 gibt es auch ein Pokémon, was die Level 30 entwickelt. Was war das? Aber ich glaube, Tutok entwickelt sich Level. Oder? Ja. Also auf jeden Fall nicht dieses Level. Dann gehen wir hier durch, ja. Dicta ist immer noch am Start. Und wir bekommen ein wildes Sandan. Ja, das ist nur gut, das weiß ich nicht. Ja klar, möchte ich den sehr schnell einsetzen. Die Trainer hier oben übrigens, die da so versetzt stehen, hasse ich hier die Pest. Ah, fuck! Naja, ist egal. Lieber jetzt als später, ne?
Slimer. Bis Slimer ist der Herdner natürlich sehr toll. Gerät aber. Scheiße. Wir geraten gleich in Schwierigkeiten, wenn das Vieh immer noch weiter Herdner einsetzt. Nein, wir möchten unser Pokémon nicht wechseln. Nämlich Slimer. Nächste Slimer können wir auch noch down. Und zwar mit Biss, nur mit Biss. Das haben wir auch schon gehabt heute, ne? Alter, wie oft sich ein Lied in 30 Minuten wiederholen kann. So, und jetzt müssen wir.